Landtagswahl und danach. Groß war die Enttäuschung in ÖVP und SPÖ über die schweren Verluste am Wahlsonntag. Enttäuschung bei den Wählern, dass der Landeshauptmann Franz Wobes sein Wahlversprechen, bei einer Prozentmarke unter 30% zurückzutreten, vergessen hatte. Es wurde vermutet, es wurde gerätselt, was nun geschehen wird. Verschiedene Varianten wurden angedacht, bis es sich am Mittwoch wie ein Lauffeuer verbreitete. Wobes tritt zurück. Eine neue Regierung in einer Koalition ÖVP-SPÖ sei schon Tatsache. Dann um 14.40 Uhr, großer Medienrummel im Weißen Saal der Grazer Burg. Wobes tritt ans Rednerpult und gab seinen Schluss bekannt. Ich persönlich habe noch völlig des Wahlergebnisses an diesem Weißen Saal sehr wohl gewusst, dass ich diese, meine Ansage auch einhalten werde. Es war eine große Ehre, eine große Auszeichnung, eine Riesenverantwortung an der Spitze der Steiermark 10 Jahre lang stehen zu dürfen. Es war ein unglaubliches Privileg, einen derartigen Einblick in die Vernetztheit unseres gesellschaftlichen Miteinanders zu bekommen. Ich möchte allen Kolleginnen und Kollegen der steirischen ÖVP, aber auch allen Kolleginnen und Kollegen im Landtag ein ganz großes Dankeschön sagen für das wirklich sehr produktive, vertrauensvolle Miteinander. Danke. Landeshauptmann in der neuen Regierung ist also der Mitgestalter der Reformpartnerschaft, Hermann Schützenhöfer. Hat er damit gerechnet? Rechnen darf man damit nie etwas, aber wir haben gut verhandelt und es ist alles einvernehmlich gegangen. Es wird eine gute Arbeit werden mit der SPÖ. Die FPÖ hat mächtig zugelegt an Stimmen, aber keinen Regierungssitz. Wir werden Sie einladen, mitzuarbeiten im Landtag. Das werden wir verbreitern. Das Angebot ist da, aber Regierung gibt es heute nur eine. Aus zwei mittleren, größeren Parteien von dreien und so machen wir das jetzt. Jetzt muss er nur noch vom Landtag gewählt werden. Aber bei der Mandatsverteilung wird das wohl niemand verhindern können. Und noch ein Großer in der steirischen Politik nimmt seinen Steirer Hut. Der Sozialdemokrat Siegfried Schrittwieser. Ich habe eine schöne Zeit erlebt. Ich bin auch dankbar, dass ich das tun konnte. Ich war jetzt nahezu 28 Jahre im Landtag, davon 6 Jahre in der Regierung, 4 Jahre Landtagspräsident, Klubobmann. Das heißt, ich habe alles durchmachen können und ich habe das Glück gehabt und das macht mich etwas stolz. In der Politik passiert es ja gleich einmal, dass man gegangen wird, wenn man nicht mehr will. Ich habe das Glück gehabt, bis zum heutigen Tag immer nur gebeten worden zu sein, um etwas zu tun. Und was mir auch wichtig ist, dass ich selbst diesen Zeitpunkt gewählt habe, wenn ich aus der Politik ausscheide. Und das ist, glaube ich, jetzt der passende Moment. Das Ressort, das Sie betreut haben bisher, wurde in andere Hände gelegt. Ja, das ist in gute Hände gelegt worden. Die Doris Campus wird das hervorragend machen. Die hat sehr hohe soziale Kompetenz, weil sie auch mit Behinderung eine Familienerfahrung hat. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass sie dieses Ressort bekommen hat, weil da weiß ich es in guten Händen. Und werden Sie die politische Szene intensiv beobachten? Naja, wenn man so ein politischer Mensch ist wie ich, wird die politische Bühne natürlich beobachten, werde mich informieren, aber eines werde ich nicht machen, dass ich so ein alter Politiker bin, der dann eine protzt von außen. Von mir wird man politisch nichts mehr hören. Sie werden sich im Stillen ärgern, wenn Sie sich ärgern. Wenn Sie ärgern, muss man sich immer im Stillen, weil wenn man sich öffentlich ärgert, freuen sich die anderen. Aber so gesehen bin ich sehr dankbar, dass ich gesund bin. Bedanke mich auch bei meiner Frau und bei meiner Tochter, die das so fast 30 Jahre mitgetragen haben, sonst würde das gar nicht gehen. Und jetzt freue ich mich auf eine gute Zeit in meiner Pension. Einer geht, einer kommt. Der bisherige EU-Parlamentarier Jörg Leichtfried übernimmt das durchwachsene Ressort Verkehr, Umwelt und Sport. Ursula Lackner wird Bildungslandesrätin, Bettina Vollert Landtagspräsidentin. Soweit die SPÖ-Riege. Im ÖVP-Regierungsteam hat sich personell nichts verändert. Nun ist es eine beschlossene Sache. Die neue Regierung steht. Drehscheibe und Angelpunkt für die nächste Legislaturperiode ist der junge bisherige Landesrat Michael Schickhofer. Er übernimmt ein schweres Amt.
Nein, es ist für mich eine große Freude, dass die steirische Sozialdemokratie ihre Inhalte umsetzen kann. Die Armutsbekämpfung steht im Mittelpunkt. Wir investieren 50 Millionen in Forschung und Innovation und unsere große Forderung, 300 Millionen für die steirischen Regionen, kann realisiert werden. Ich übernehme die Verantwortung für Finanzen und Regionalpolitik. Wir werden alles daran setzen, zukunftsorientiert und verantwortungsvoll die Steiermark zu gestalten. Wenn man das Szenario in der Grazer Burg miterlebt hat, dann kann man mit Fug und Recht behaupten, Politik interessiert nach wie vor. Und das ist die Regierung. Für die anderen Parteien, auch für die Wahlsiegerpartei FPÖ, bleibt die Opposition. Aber auch hier kann man kreativ gestalten. Und wieder bewahrheitet sich, die Politik hat ihre Tücken, ihre Untiefen. Und so manche Spitze trifft auch den erfahrensten Politiker in den Rücken.